Haben wir endlich wieder Frieden einkehren lassen hier. Gott im Himmel sei es gedankt. Nee, 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 dass das so eskalieren musste, das ist ja schrecklich. Also da habe ich echt keine Worte für. Nee. So, oh, hat's einen Krieger erwischt? Der arme kleine Nordmark-Krieger. Nein, sowas, das Hutzi, du, hat's ihn erwischt. Das ist bestimmt der, der mit den Fäusten voran reingerannt ist, weil ich ihm die Waffe geklaut habe. Aber ganz ehrlich, da habe ich kein Mitleid. Der mich so blöd von der Seite angeht, der mir so doof kommt, der hat es einfach mal verdient, dann auch ohne Waffe in eine Meute Orks reinrennen zu müssen. So, haben wir alles. Gut, ich werde jetzt natürlich nicht komplett jeden hier ausnehmen, aber so ein bisschen schadet nicht. Gerade die Barbaren-Streitäxte, das ist sehr gut, wenn wir die mitnehmen, was das Geld angeht. Das sind ja die, die wirklich viel Geld bringen. Sieht jetzt nicht so gemütlich aus. Sitzt der auf einem anderen Typen? Auf einem Nordmarer? Stark. Gefällt mir. So, wir speichern. Erster Abschnitt geschafft. Unter Zuhilfenahme der Nordmarer. Das ist vollkommen legitim, finde ich. So, und jetzt müssen wir unten, glaube ich, weitergehen. Also können wir erstmal hier oben noch schauen. Hier kommen jetzt auch noch Erzadern. Ich muss die jetzt, tut mir leid, Leute, ich werde gezwungen, das mitzumachen, um die Quests erfüllen zu können, bei denen ich einmal 50 und einmal 100 Erzstücke brauche. Und ihr seht ja, es ist sehr mühselig, an das Erz ranzukommen. Von daher, nehmt's mir nicht übel, aber ich werde hier die ganzen Erzadern noch mit abschöpfen. Das muss sein. Und ich trinke mal kurz was, weil meine Stimme schon wieder ein kleines bisschen kratzig ist. Während ich hier noch am Erzschürfen bin und wir hier noch diese Ader ausnehmen. Ah, so. Bisschen besser als vorher. Heieiei. Oh, ein Mühlstein, das ist... Wo kommt denn die Musik her? Ach, da kommt jemand. Jetzt haben wir natürlich unsere Waffe nicht draußen. Oh, warte, wo du bist. Bleib, wo du bist und rühr dich nicht. Dankeschön. Da ist ein Schamane dabei. Das ist ungünstig. So, da müssen wir mal ein bisschen wie das Häschen. Shit. Das hat nicht so geklappt mit der Häschen-Taktik. Du hängst da. Wollte ich nur mal so erwähnt haben. Ah, shit. Oh nein, 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 nein. Und nochmal ein Stück. So. Wollen wir damit aufhören? Dann werden wir uns mal um den Schamanen kümmern. So, mein Freund, wie war das gerade? So, das ist hier Minenchef Botzek. Haben sie dem mit irgendeinem Community-Patch auch einen Namen gegeben? Wer sagt's denn? Und ich krieg noch nicht mal die Erfahrungspunkte für ihn. Ist das nicht traurig? Naja. Was soll's? Hauptsache, wir haben die beseitigt. War ja doch recht knapp. Also mit den Schamanen, das ist immer so eine ziemlich heikle... Ach, da ist noch einer. Das ist immer eine ziemlich heikle Angelegenheit, wenn man da einen Schamanen mit dabei hat in den Gruppen. Nicht so unbedingt mein Fall. So, die gehen natürlich ohne Probleme, auch wenn die Elite-Krieger ein bisschen mehr blocken, als das die kleineren tun. Aber wenn man einmal den Block durchbrochen hat, dann können die ja blocken, wie sie wollen. Man zieht denen ja trotzdem noch Leben mit ab. Von daher, was interessiert's mich? So, hatten wir das schon? Ich bin nicht so. Ja, ich war mir nicht sicher. Genau, wir standen gerade vor dem Mühlstein, da hatte ich mich ja drüber gefreut, denn das gibt Stärkepunkte für uns.
ohne dass wir irgendwas dafür ausgeben müssen. Nochmal plus 5 Stärke, womit wir bei 317 sind. Wir sind also so stark wie ein Ork schon längst. Ich glaube ab 200, 250 oder so kann man dann die Mühlsteine heben. Junge, ich weiß nicht, was genau du da tust, warum du jetzt hier hinterher rennst, aber du darfst auch in Richtung der Erzarte gehen. So, jetzt vielleicht besser. Dankeschön. Naja, passiert. Dass er da ein bisschen rumspackt, was soll's? Ach Mensch, Leute. Komm, den machen wir auch mit einer Klinge fertig, ist bloß ein Krieger. Haha. Abgewehrt. So. Kein Ding. Kriegen wir auch mit einer Waffe klein. Aber dann nehme ich dann vielleicht doch mal, wenn hier noch so viele kommen, die andere noch dazu. Schamane? Kein Schamane. Sehr gut. Ohne Schamanen? Kein Ding. Da mache ich euch die drei ohne Probleme fertig. Auch wenn mir der eine in den Rücken springt. Was gerade nicht so schön ist und vorteilhaft aussieht, aber kriegen wir natürlich trotzdem hin. So. Kein Problem. Aber die machen natürlich auch nicht so viel Schaden, wie das ein Schamane tut. So, ist schnell, schnell. Ja, sehr gut. Und kommt. So. Das ist echt, dieser Weg ist gespickt mit Gegnern. Das ist Wahnsinn. Also wir sind ja eigentlich noch gar nicht weitergegangen. Wir sind ja immer noch da, wo wir vorher waren. Und es endet nicht. Es kommt eine nicht enden wollende Flut an Gegnern. Und da kommt wieder ein Schamane mit. Da flüchten wir dann vielleicht doch mal. Kommt alle, kommt. Auch der Schamane bitte. So, ich mach mal kurz so weiter. Ganz einfach, weil wir sowieso ein bisschen gedeckt sind durch die anderen Orks. Und ich sicher gehen will, dass der Schamane mitkommt. Bleib stehen, Mora! So. Dir werde ich helfen! Die Notmacher kommen schon, das ist sehr gut. Ach, daneben. Und dann wird es schon wieder ein bisschen einfacher. So. Da ich nicht mehr hier im Fokus stehe, kann ich mich auf den Schamanenklops stürzen hier. Um ihn kümmern. So, dann ist es doch auch nicht mehr so kritisch. Dem hast du es gezeigt! Ja, habe ich. Und das war's auch für dich, Kollege. Ich reiß dir den Kopf ab! Noch einer. Kein Problem, also ihr könnt auch gern mit mir mitkommen. Hatte ich ja eigentlich sowieso gehofft, dass ich hier irgendwelche Waffenbrüder finde, die dann mit mir mitgehen. Aber irgendwie war jetzt die Option gar nicht da. Normalerweise soll man ja auch die sammeln. Ich glaube, es wurde uns ganz am Anfang, als wir den Hammerclan das erste Mal betreten haben, auch gesagt, dass wir da Leute suchen sollen, die da mit uns mitgehen. Na gut. Der ist dann einfach mal an uns vorbeigegangen, dann ist das eben so. Erstmal auf den Anführer. So, nicht den Ork-Töter, den Ork bitte. Jawohl, dankeschön. Dem hast du es gezeigt. Und den letzten holen wir uns auch noch. Ja, ich bin, das ist ein bisschen kritisch hier mit den. Was zum. Was ist jetzt los? Wo kommen die alle her? Leute, was ist hier los? Ich bin echt gerade ein bisschen überfordert. Wo kommen die ganzen Gegner auf einmal her? So, erstmal die Kleinen weg. So. Nehmen wir dich mal so hoch. Eieiei, hier ist was los.
Da war er noch gar nicht tot. So. Ich frage mich echt gerade, wo die hergekommen sind. Vielleicht hat sie aus irgendeinem Grund von unten aus dem Tal angezogen. Ich weiß es nicht so genau. Vielleicht stand man in der Nähe davon. Steck die hier, werde ich helfen. Bleib stehen. So, oh, noch ein Anführer. Ich glaube, wir ziehen hier gerade die gesamte Besatzung der Schmiede auf uns. Oh. Na gut. Uiuiui, jetzt müssen wir aber aufpassen. Ja, das ist doof, weil er so eine Axt hat, so eine Tarach. Ich glaube, da trinke ich doch mal lieber einen Heiltrank und esse nicht meinen Schinken hier. So. Was zum... Ach, ich glaube, es war bloß auszusehen. Okay. Das war... interessant, sagen wir es mal so. Damit habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet, dass jetzt hier so die Hölle hereinbricht über die Leute, die am Eingang stehen. Aber wir haben es ja relativ souverän abgewehrt, die Attacke. Wirklich. Achso, einer. Bleib stehen. Nee, doch nicht bloß einer. Die kommen echt aus den Tiefen der Mine raus. Das ganze Pack, das dort unten lauert. So, wir hatten ja vorhin auch schon die Minenanführer, fällt mir gerade auf. Also wir nehmen ja echt schon, glaube ich, Gegner aus, die ein ganzes Stück tiefer in der Mine normalerweise lauern. Ich weiß nicht, warum die alle jetzt von sich aus schon kommen. Wirkt auf mich, als ob das eher ungewollt ist. Oh, die kämpfen schon wieder oben, glaube ich. Aber sollen sie ruhig. Ich bin noch damit beschäftigt, hier Leichenflatterei zu betreiben. Wie wir sehen, ist da auch mal ein Heiltrank unter Umständen mit dabei. Das ist dann doch schon ganz gut, wenn wir das hier mitmachen. Oh, hi. Darf ich mal kurz? Ja, danke schön. Schön, dass du dich endlich auch mit mir beschäftigst. Ich hab's noch nicht verlernt. Ja, ja. Das sagen sie alle. Und dann sterben sie. Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Ja, würde ich auch so sehen. Und da kommt schon wieder die Musik. Es ist Wahnsinn, was hier jetzt ankommt. So, die kommen von unten wieder. So, da gehen wir mal lieber hin. So, und helfen mal aus, weil ja hier schon wieder Leute gestorben sind. Es tut mir natürlich unendlich leid, wenn ja auch mal einer stirbt von denen. Das sind echt große Gruppen hier. So. Tja, was sollst du machen, ne? Also ich kann ja nicht jeden verteidigen. Jetzt bist du dran. So, nehmen wir mal den... Kannst du bitte den Krieger anvisieren? Dankeschön. Dem hast du's gezeigt? Ich steh auf diese ganze Scheiße. Jawohl. Haben wir den auch? Ich mach dich fertig. Wen habt ihr... Ach, das ist ein Ork. Das ist ja unglaublich hier. Leute, was geht hier ab? Das ist echt verrückt. Also ich meine, ich traue den Notmachen jetzt nicht unbedingt nach. Was tust du? Und schon wieder welche. Also ich hoffe, dass es nicht immer wieder neu reingespawnte Leute sind. Oh, Robold ist gestorben. Nein, sowas. Aber eigentlich passt das nicht zu Gothic, dass die einfach reingespawnt werden. Das würde mich wundern, wenn sie das mit irgendeinem Community-Patch dahingehend geändert hätten. Das war noch nie das Ding der Gothic-Reihe, dass da einfach Gegner reingekommen sind. Aber diese nicht enden wollenden Wellen hier, das ist natürlich schon ein bisschen mysteriös. So, ja, kämpft mal, er kriegt das schon hin. So, unten erwartet mich da wahrscheinlich kein einziger Gegner mehr. So, ich nehme mich mal dieses Elite-Kriegers an. Dem hast du es gezeigt! Ja, hab ich. Jetzt wirst du was erleben! Ihr schafft das doch, oder? Bleib stehen! Dann esse ich nämlich mal so lang.
und schaue euch ein bisschen zu. Wer so. Sagt's denn? Ist Geht fast doch. Wie in der Gladiatoren-Arena. Bisschen was zu. Ich werde dich zertreten wie einen Mann. Anderen dabei zugucken, wie sie um ihr Überleben kämpfen. Na, warte! Böser Junge. Schön auf dem Boden mit dir. So, und du hier? Du hast keine Chance. Wir schlagen so sehr auf ihn ein, dass er nicht mal dazu kommt, sich hinzulegen auf dem Boden. Hier sieht's aus, es ist echt übel.